Man bezeichnet ihn als den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts, manchmal auch als vergessenen Genozid oder auch als Vorläufer des Holocausts, den Genozid an den Herero und Nama. Im heutigen Namibia wurde im Jahr 1884 das deutsche Schutzgebiet Deutsch-Südwestafrika errichtet und zu einer Kolonie ausgebaut. Die Deutschen regierten auf der Grundlage von Rassentrennung und Unterdrückung. 1904 rebellierten die indigenen Völker Herero und Nama gegen ihre Kolonialherren, die ihr Vieh und ihr Land beschlagnahmten. Die deutschen Truppen waren dazu aufgefordert, die Aufstände niederzuschlagen. Unter dem Kommando von Generalleutnant Lothar von Trotha begann der Vernichtungskrieg. Mehrere 10.000 Herero und Nama wurden massakriert. Schätzungen gehen von 80% der Volksgruppen aus. Überlebende wurden in Konzentrationslagern interniert und zur Zwangsarbeit herangezogen. Kürzlich erkannte die Bundesregierung nach über 100 Jahren den Völkermord an den Herero und Nama an. In den kommenden Jahren sollen 1,1 Milliarden Euro an Namibia bezahlt werden. Auch wird erwartet, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier noch im Jahr 2021 offiziell in Namibia um Vergebung bittet. Vertreter der Volksgruppen lehnen das deutsche Angebot ab, da es unzureichend sei.